Krankheit da. Ja. Das ist ein schwieriger Platz, da ist es ja. Hat sich da abgespielt. Das ist ja ein Gebiet, eine Verbindung mit dem Obernkugel. Sajogt muss man erst haben. Ja. Und jagen dürfen. Weil, wenn ich das heute mit der Clanjagd da vergleiche, also wenn ich jung war und ich hätte schon die Wahl, dort zu bleiben oder da zu gehen, ich gehe sofort wieder zurück. Ja. Gestern waren wir mit dem Vater da oben, haben wir das Banker gerichtet. Ja. Ich möchte gerne mal wissen, wie ja. Es überhaupt dazu ja, kommt. Es war ja Zeit, nachdem ich das Kreuz ja praktisch übergeben habe und selber ja nicht mehr in der Lage war und aufgehört habe, nur zum Jagen hin, haben wir das übergeben. So, wiederum das zustande gekommen ist. Mein Ding, was mein Sinn war, eigentlich einen Platz zu haben, wo ich mit den Jagern wieder zusammenkommen kann, nachdem ich so lange Aufsicht gemacht habe und da mit den Jagern gute Bäck geschossen habe und so, haben wir gedacht, wir müssen mal einen Platz machen. Und ein bisschen einen Platz haben, eines Dankes, dass wir ein bisschen wo zurückkommen, mit einem guten Buch kommen. Und so ist das praktisch anlässlich meines 50. Geburtstags. Haben wir gesagt, dann machen wir am 50er, machen wir das Kreuz da. Und so auf die Art ist dieses Kreuz entstanden. Und dieses Kreuz hat in den ganzen Jahren bis jetzt also wirklich viele gute Bäcke und Gäste mit Bäcken dahergebracht. Und haben wir da ein bisschen angestoßen und gefeiert. Weil der Platz ist ja so, du siehst ja von da aus halb Kärnten. Nicht? Und die ganze Jagd, die sich da abspielt, im Frühjahr und im Herbst, ist ja da also zum Genießen. Weil das, was du da oft siehst, das siehst du nicht, diesen Platz siehst du nicht immer. Kriegst du nicht immer. Ja. Ja. Ja, so ist das entstanden und so haben wir eigentlich gute Erlebnisse gehabt da. Was war noch ein Erlebnis, was du sagst, das war, auf das erinnerst du immer wieder zurück? Ja, da waren sehr viele Erlebnisse. Wenn ich mich auf eine zurück erinnern kann, da habe ich einen Gast angeführt. Der war aber ein bisschen schlecht gehört. Jetzt habe ich gesagt, natürlich habe ich nur mit dem Zagen, wir müssen verständigen. Und da treten zwar ein Bock aus und hinten noch ein zweiter. Da sage ich, aufpassen, nur den ersten schießen, weil der zweite steht hinter ihm, dass er aufpasst. Der hat gesagt, der hat nur genickt, weil so reden wir nichts können und hat er nicht gehört, weil er nicht gehört hat. Und wie es halt sein muss, hat sich so ergeben, der andere Bock kommt immer weiter nach. Und auf einmal geht auch der erste Bock voll dumm, der andere geht angeschossen, es hat auch einen Schuss. Dann sage ich, du hast den zweiten auch erwischt. Sagt er, ich glaube nicht. Hat er gesagt, nee, weil hätte wahrscheinlich der Luftdruck umgeschmissen. Nein, habe ich gesagt, der ist aber angeschossen. Habe ich gesagt, jetzt müssen wir Folgendes machen. Nachdem der eine liegt der da, den anderen Schuss wissen wir nicht, was er für einen Schuss hat. Jetzt müssen wir mal eine Stunde warten. Damit wir noch ein bisschen warten, damit wir sehen, was da los ist. Dann sind wir eine Stunde einmal weggefahren, damit wir es beruhigt haben. Und dann sind wir nach einer Stunde hingegangen und der eine war im Feuer dort, der ist dort gewesen. Und den zweiten haben wir gesehen, halt, dass da ist Schweiß. Und ich habe den Hund genommen und habe den Hund angesehen und zurück die Tonne. Und der Hund ist einen Dirken und der Buck war drin. Und den hat dann der Hund drin abgefangen. Da haben wir zwei Bick gehabt. So, jetzt haben wir müssen, der die Bick gekriegt hat, da haben wir müssen hingehen und das erklären, weil wenn da mal nicht zu zweit waren gewesen, hätte uns ja eh keiner geglaubt. Dass mit einem Schuss zwei Bäck da waren. Ja, die Jagd haben Bläser, was da? Ja, eine Bläsergruppe haben wir gegründet. Und die ist heute eine führende Bläsergruppe in Kärnten. Ja, und da warst du bei der Gründung auch dabei? Ja, die habe ich gegründet. Die haben wir bei uns praktisch in der Garage haben wir angefangen. Zuerst sind wir nach Klagenfurt gefahren, einmal ganz kurz. Und das hat nicht floriert. Und dann haben wir das in der Garage angefangen, damit wir mal die ersten Teile rausgebracht haben. Und wie wir mal so halbwegs blasen haben können, so einigermaßen, dann haben wir uns getraut, den Wirt fragen, ob wir bei ihm dürfen proben oben, weil und oben, wenn wir von Anfang an hätten wir oben nicht kennen, hätten die uns wahrscheinlich gleich gejagt. Und das ist heute eine vierte Bläsergruppe, die heute noch ist. Und ich habe mehr oder weniger, ich war aus gesundheitlichen Krisen, müssen nachher die Gruppen verlassen und aufhören.